Das würde mich mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Ja, genau. Findet ihr das nervig? Du. Das Thema Snapchat und passend dazu gibt es jetzt auch von BB einen Snapchat-Account. Den blenden wir jetzt mal mit der Macht der Technik ein, beziehungsweise blenden wir den Snapcode ein. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen, um so zu sehen, was da alles so passiert. Genau, und wir haben natürlich wieder einen richtig coolen Gast, und zwar die Paddy. Vielleicht magst du dich mal lieber vorstellen. Ja, also ich bin Patricia, ich mache auch YouTube und habe auch einen Instagram-Account und natürlich auch Snapchat. Und ja. Was machst du auf YouTube für Videos? Ich mache hauptsächlich Fashion, Beauty, Lifestyle. So wie wir, glaube ich, alle. Und wann habt ihr das letzte Mal gesnappt? Gerade eben. Ja. Heute schon. Ja. Wie oft snappt ihr denn so am Tag? Boah, bei mir ist das so unterschiedlich, was ich mache. Wenn ich so denke, heute snap ich mal, dann wenn man so einmal drin ist, finde ich, macht man ja, das auch. Ja, das stimmt. Aber wenn man dann so erst mittags anfängt, dann ist es so, ja, okay. Genau. Macht ihr eher Fotos oder macht ihr so Videos? Ich kann fragen, also ich mache, glaube ich, eher mehr Videos, weil ich das so ein bisschen cooler und interaktiver finde. Machst du eine Mischung immer so fast so 70-30 schon, so 70% Videos und 30% Fotos, weil ich habe so einen Tick, ich snappe halt vor auch meine Katzen und ich finde so Haustiere, die machen immer so süße Sachen. Ja, dann denke ich immer so, ich laufe immer so hinterher mit der Kamera, die denken sich schon, oh nein, da kommt sie wieder mit der Kamera. Ihr könnt auf jeden Fall auch ganz viel zum Thema Snapchat in die Kommentare schreiben, weil ich finde das total interessant, auch mal so zu wissen, habt ihr immer eine Story, die ihr snappt oder snappt ihr eher mit euren Freunden hin und her und wen schaut ihr denn so am liebsten auf Snapchat? Genau, und benutzt ihr auch so gerne die Filter? Ja, die Filter finde ich. Was ist euer Lieblingsfilter? Den mit dem Blumen, diesen Blumenkranz so hawaiianisch. Ja, wir haben ja hier und da. Findet ihr das auch so lustig, wenn irgendjemand am Snapchatten ist und dann nur so macht? Ja. Ja, nur so einzelne Filter aktiviert. Ja, genau. Wird, so. Und du denkst du so als Außenstehender nur so, was machen die da? Oh, voll schön. Können wir das rumreichen? Nee. Ja, ich glaube. Doch, schon. Klar. Können wir es rumreichen. Oh, es geht nicht mehr. Ja. Jetzt geht's so. Snappen eure Eltern eigentlich auch? Also so ältere Leute? Weil sonst kennt man das ja nur so von... Also ich wüsste keine. Nee, ich auch nicht. Also so ältere, ich glaube, die snappen nicht so viel, aber die können das alle verstehen. Genau, die verfolgen dann lieber so andere. Was ist das? Warum hampelt die da so vorne? Es geht doch nach 24 Stunden schon weg. Ja, genau. Und so. Aber ist ja das Coole. Aber in deinen 24 Stunden ist man so arg transparent. Ja, das stimmt. Weil du siehst ja auch, wann es ungefähr war. Ja, und ich weiß auch immer, wenn zum Beispiel irgendjemand so ein bisschen... flunkert und dann denke ich mir, jetzt gucke ich mal, was die wirklich machen. Und dann weiß man so, oh, du bist doch nicht da. Also, aber das finde ich gut, dass das alles auch zum Beispiel so Instagram, weil da kann man ja auch immer so, mein Leben ist so glamourös und wenn du da immer noch snappst, dann ist es halt alles so ein bisschen real. Und snappt ihr gerne in eure Story lieber oder lieber so mit Freunden? Genau, also bei mir ist es so Story. Also bei mir ist auch Story. Ich glaube, bei so anderen oder so Jüngeren, die snappen sich schon so eher so gegenseitig. Ja, das glaube ich auch. Achtet ihr da auf diese Zeichen neben den Namen? Weißt du, es gibt auch so... Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Genau. Zum Beispiel, wenn ihr jemand neu hinzufügt, dann habt ihr dieses Baby-Emoji. Genau. Oder es gibt, glaube ich, dieses Feuer Emoji, ne? Das wenn man ganz oft hin und her snappt. Ja. Kennt ihr diese Trophäen, die man immer bekommt? Ja. Es gibt so, ich habe das mal gegoogelt, weil mich das so interessiert hat, wie zum Beispiel, du hast in einem Snap ganz viele verschiedene Farben verwendet, dann kriegst du dafür eine Trophäe. Oder du hast mal einen Snap im Dunkeln gesnappt. Das ist richtig krass. Oder Snap bei Regen und so ein Zeug. Da kriegt man so viele komische... Es gibt so viele Hacks halt auch einfach. Ja, genau. Aber snappt ihr so viel am Tag? Also wie lang ist eure Story so ungefähr? Oh, das weiß ich nicht. Das steht ja nicht mehr dabei. Ja, das stimmt. Aber zum Durchschnitt so 10 Minuten? Nee, 10 Snaps. Ach so. Ah, okay. Ja, bei mir aber auch so. Ja, 10 bis 15. Snapchat-No-Gos? Was ihr zum Beispiel nicht snappen würdet oder was ihr überhaupt nicht mögt, wenn das andere Leute machen. Zum Beispiel eine Sache, die ich überhaupt nicht so mag, ist, wenn Leute also kaum snappen, vor allem auch bei YouTubern und dann immer nur so snappen, like mein neues Instagram-Foto, habt ihr schon mein neues Video gesehen? So mit dem Schwarzhintergrund und dazu draufschreiben. Ja, wenn da halt kein Benefit ist, weil ich finde, man sollte schon, auch wenn es jetzt natürlich nicht so einfach ist,
versuchen, auf Snapchat andere Inhalte zu posten als jetzt auf YouTube. Genau. Und nicht nur die Plattform nutzen, um die Reichweiten so hin und her zu schieben und zu sagen, ja, ihr müsst mir dann aber auch, wenn ihr mir schon auf Snapchat folgt, könnt ihr auch gerade jetzt nochmal ein Instagram-Bild liken. Das würde mich mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Ja, genau. Denkt. Findet ihr das nervig? Oder findet ihr das voll okay? Ja, das würde mich mal auch interessieren, wie ihr so darüber denkt. Ob ihr wirklich von einem YouTuber erwartet, dass er auf Snapchat was anderes postet, als nur seine Videos zu promoten. Ja, weil seid ihr dann schon voll genervt und folgt ihn dann nicht mehr oder schaut dann gar nicht mehr vorbei? Oder seid ihr dankbar, dass ihr vielleicht sonst sein Video verpasst hättet? Gibt's ja auch. Ja. Eure peinlichste Snapchat-Story. Das würde ich jetzt auch mal gerne wissen. Ich will was erzählen. Ich hab wirklich eine... Also ich habe gesnappt, da habe ich meinen Schreibtisch zusammengebaut, also ich habe selber einen Schreibtisch gebaut und den habe ich halt immer Samstag oder Sonntags morgens mit der Schlafhose zusammengebaut. Und ich wusste, dass meine Schlafhose an einem bestimmten Punkt ein Loch hat. Hab dann aber einfach so gesnappt und saß dann so ganz cool da und ja, da hat das wirklich ein Loch und dann hat man meine Unterhose gesehen. Passiert, ne? Also mir ist noch nie was Peinliches, glaube ich, passiert. Ja. Kann halt voll schnell passieren. Ja, weil ich gucke mir es halt nicht nochmal an. Ja, ja, genau. Ne? Ja, genau. Es ist schon dann einfach drinne und dann... Also vielleicht ist schon was Peinliches passiert. Ja, genau. Gemerkt. Habt ihr eigentlich irgendwelche Lieblings-Snapchatter? So? Ja, ich habe, glaube ich... Stefanie Giese. Ja, so ich auch voll gerne, weil die so viel rumkommt und so viel macht. Und die Novalana Love. Ja, weil die snappen halt wirklich so mega viel. Ne? Ja. Das ist halt wirklich wie so eine Fernsehsendung oder wie so ein YouTube-Video, was man sich dann abends nochmal anguckt. Genau, Ich gucke halt voll gerne so Unboxing und so Haul-mäßig. Und da gucke ich halt voll gerne so Blogger, die so voll viel zugeschickt kriegen, so Xenia, Overdose und so. Ja. Das ist halt cool zu sehen. Findet ihr auch, dass ihr euch bei YouTube so mehr Mühe gebt? Also, weil... Schminken und so. Ja, genau. Bei Snapchat ist ja so irgendwie egal. Und man zeigt das ja dann irgendwie so morgens. Dann ist man ungeschminkt. Frisch aufgestanden. Genau. Ja. Man erzählt so, was man an dem Tag macht. Und bei YouTube ist ja dann so... Man sagt dann, also ich mache das zum Beispiel so, ich drehe jetzt ein Video. Ja. Und dann so, ja, und dann zum Beispiel frisch geschminkt. Ja, also jetzt bin ich jetzt mal geschminkt. Und dann so, ja, jetzt bin ich fertig oder so. Oder wenn ich jetzt irgendeinen Look schminke, dann zeige ich halt danach, was das Ergebnis oder so ist. Ja. Und sage dann halt so, ja, das kommt da halt in einem Video oder so. Ich glaube aber auch, zum Beispiel, wir sind schon eher so tatsächlich fast auch so Hardcore-Snapchatter. Ja. Also bei uns, wir machen das ja auch viel einfach, weil wir das mit unseren Zuschauern teilen wollen. Aber ich finde, man muss sich da dann auch fast echt bewusst mal mehr Zeit nehmen, wo man dann extra nicht snappt. So, ich brauche auch manchmal so einen Tag, wo ich einfach nur so in Gammelsachen rumlaufe und dann mal nicht snappe. Oder ein Foto vielleicht. Ja, genau. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie viel ihr so snappt. Ob ihr eher so euren Freunden snappt, was ihr gerne snappt oder es vielleicht auch eher in die Geschichte postet. Also das interessiert uns, glaube ich, alle sehr. Genau. Und vergesst auf keinen Fall, bei der lieben Patricia vorbeizuschauen. Da gibt es auch coole Videos. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr auf dem BB-Snapchat-Account vorbeischaut. Da blenden wir euch jetzt nochmal den Snapcode ein und da könnt ihr ganz viele interessante Sachen sehen. Genau, und vergesst natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dem Ganzen einen Daumen hoch zu geben. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.